360 Football hier mit einem neuen Video. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Ball an- und Mitnahme, also über den ersten Kontakt. Und was werden wir heute genau zeigen? Ja, wir machen heute eine Übung von jung bis alt. Also die Übungen können alle machen. Ja, ich denke, wir labern nicht zu lange, wir gehen direkt in die erste Übung. Let's go! Erste Übung, die sich auch sehr gut anbietet als Aufwärmübung. Hier spielt der Trainer den Pass. Der Spieler ist hier in diesem Viereck. Wenn der Trainer nichts sagt, einfach prallen lassen. Bei Gelb und bei Blau, also wenn der Trainer Gelb ansagt, erster Kontakt mit der Innenseite in den freien Raum, zurückspielen. Bei Blau dasselbe, in den freien Raum mitnehmen, zurückspielen. Welchen Fuß nimmt man? Es kommt darauf an, wie der Ball kommt. Dann, wenn Schwarz genannt wird, Außenseite, Ball geht vor dem Markierungshütchen durch, hier zurückspielen. Oder dann bei Weiß, linke Außenseite nehmen, Ball geht vorne durch, mit dem linken Fuß zurückspielen. Das ist die erste Variante. Kommt schon, zeigen wir die mal. Gelb. Blau. Schwarz. Weiß. Gelb. Weiß. Blau. Gelb. Gut so. Weiß. Das war die erste Variante. Alle Bälle am Boden, also Ballkontrolle, erster Kontakt auf dem Boden. Jetzt gibt es noch eine zweite Dimension. Der Trainer, in diesem Beispiel ich, kann schon auch den Ball hochspielen und eine Zahl ansagen zwischen 1 und 3. Das gibt die Anzahl Kontakte an. Wenn ich 1 sage, direkt in der Luft prallen lassen. Wenn ich 2 sage, annehmen, zurückspielen. Somit trainieren wir auch schon die Basics, was die Technik in der Luft angeht, was uns später natürlich auch hilft, einen besseren ersten Kontakt beispielsweise bei einem langen Ball zu haben. Legen wir gleich los, kommt schon, zweite Variante. Gelb. Blau. 2 3 2 1. Gelb. Jawohl. Schwarz. Blau. Ja, weiter, weiter, komm. 1 2. Weiß. Gut so. Blau. Gelb. Ja, weiter, weiter. Blau. Das reicht. Das war die erste Übung. Jetzt kommen wir zur zweiten Übung. Ich bin ein bisschen außer Atem. Der Trainer ist hier. Hier startet der Spieler mit dem Ball. Spielt den Ball zum Trainer. Ball kommt zurück. Lasst den Ball wieder klatschen. Ball kommt wieder zurück. Dann am Anfang dürft ihr auswählen, auf welche Seite ihr zuerst geht. Zum Beispiel rechts mitnehmen. Dann spielen. Hier wichtig, wieder mit einem Touch. Dann kommt ihr nach vorne. Lasst den Ball wieder klatschen. Geht aufmachen. Ball kommt. Der erste Touch wirklich sauber in den Raum mitnehmen. Um den Money Gap führen. Und dann geht es eigentlich wieder weiter. Hier geht es sicher um den ersten Touch in den Lauf. Um den ersten Touch vorne. Und sicher auch um das Tempo. Am Anfang schauen, dass ihr es nicht zu schnell macht, lieber am Anfang richtig und ein bisschen langsamer und danach, nach dem zweiten Mal, könnt ihr das Tempo ein bisschen steigern. Ja, das ist eigentlich alles. Nick, du darfst. Bin ich gespannt, was der Junge so drauf hat, aber ich habe hohe Erwartungen. Okay, ja, 1. Klatschen lassen, spielen, mitnehmen, zu mir kommen, aufmachen, genau, bam, bam und in den Raum, perfekt. Sauber rundherum, jetzt spielen, wieder klatschen lassen, mitnehmen, zu mir kommen, aufmachen. Erster Touch, yes. Komm, noch eine Runde, komm. 1, 2, 1. Schwieriger Ball, gut gelöst. Zu mir kommen, bam, bam. Erster Touch wieder, sauber Junge. Macht er sehr gut. 1, 2. Nochmal, komm, mal du es bist. Bam, bam, mitnehmen. Und spielen. Und nochmal klatschen lassen. Yes. Dritte Übung, eine echte Top-Übung, die wir schon sehr, sehr lange in unser Training einbauen. Denn hier kann man von einfachen Bällen, einfachen ersten Kontakten bis zu ganz schwierigen ersten Kontakten, bei zum Beispiel einem gezogenen langen Ball, kann man alles trainieren. Man startet immer zwischen diesen beiden Markierungshütchen, in diesem Fall jetzt gelb und blau. Man löst, dann wird der Ball gespielt und dann kommt das Kommando. Entweder klatschen lassen, prallen, direkt zurückspielen oder den Ball halt verarbeiten und dann zurückspielen, je nach Situation. Dann bei blau und
bei Gelb. Bisschen ähnlich wie bei der ersten Übung, aber jetzt mit mehr Platz, wo wir den ersten Kontakt mehr in den Raum machen müssen. Blau hier direkt in den Lauf mitnehmen, zurückspielen. Und bei Gelb das Gleiche. Aber hier geht es mehr um die Explosivität vom ersten Kontakt. Dann das letzte Kommando noch. Wenn man jetzt hier wäre und es wird Zeit gesagt, muss man den Ball mit dem ersten Kontakt, wenn irgendwie möglich, direkt mitnehmen. Hier rundherum führen und zurückspielen. Wichtig, immer wenn eine Aktion abgeschlossen wurde, locker wieder hier hin, lieber 1, 2, 3 Sekunden Zeit nehmen und dann wieder explosiv starten. Ja, Ball verlangen, blau, gelb klatschen lassen oder Zeit. Legen wir los. Let's go. Gelb. Sehr gut. Blau. Zeit. Und Tempo. Jawohl. Starker Ballkopf. Ja. Blau. Gut so. Ja. Gelb. Ja. Klatschen lassen. Ja, grande Junge. Ja. Zeit. Sehr gut. Ja. Gelb. Super. Ja. Blau. Der letzte noch, komm. Aus Prinzip Zeit. Komm, 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 komm. Das waren die drei Übungen, die dich definitiv auf ein nächstes Level bringen. Denn ja, man trainiert hier den ersten Ballkontakt, aber man kann auch die Intensität immer weiter steigern. Jetzt zum Beispiel bei der letzten Übung, ersten Kontakt, richtig explosiv in den Lauf, starken Pass spielen. Da merke ich persönlich, also wir beide, wo jetzt nicht mehr so viel trainiert haben in letzter Zeit, der hatte sogar noch eine Operation, dass da eigentlich noch viel mehr nach oben geht. Nicht nur was den Touch anbelangt, sondern die ganze Geschwindigkeit der Ausführung der Übung. Also Appell an alle unsere Spieler, sowie auch alle da draußen, versucht solche Übungen im hohen Tempo zu machen. Pusht euch an die Grenzen, darf auch mal ein Fehler passieren. Ganz, ganz wichtig. Jetzt merke ich selber, wurde doch auch recht anstrengend. Das heißt, sind auch sehr gute Übungen für die Vorbereitung. Wichtig ist, durchziehen, auf den Platz gehen und aufs nächste Level kommen. Meinst du? Ja, also wenn man die Übung richtig macht, dann machen sie auch extrem Spaß. Also wenn man zum Beispiel 5 Bälle sauber in den Rahmen mitnehmen kann und dann sauber zurückspielen kann, ohne Fehler, dann macht es Spaß. Aber logischerweise, Fehler gehören dazu, wenn man es in einem hohen Level macht oder einem hohen Tempo. Aber Leute, like das Video, kommentiert, was wir als nächstes machen sollen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Zum guten Glück habe ich vorher noch ein Pregame gehabt, darum habe ich das souverän durchgezogen. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wichtig, unten. Natürlich ist noch der Shop und auch kurz geht raus an 11 Team Sports und Puma. Beste.